anderes Thema. Jetzt sind wir hier auf Splash, haben Spaß mit RZA oder wie? Ja, RZA von Wu-Tang. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. Digga, ich bin hier mit zwei Vertreter des sogenannten Kenneck-Raps. Motherfucker, okay, ihr seid auf dem Splash. Das ist ja ungefähr Neuland. Ein bisschen für euch müsste doch sein, oder? Ja, wir waren schon mal vor 10 Jahren hier. Wie ist die Luft hier so? Ist aber geil, auf jeden Fall. Wie viele Handys habt ihr schon abgezogen? Ich bin voll eingeschüchtert, so ganz ehrlich. Von den ganzen Leuten. Kennt doch bestimmt die Türsteher. Natürlich, also wir haben gesagt, also, ey Bruder, gib mal so ein Band. Wie seid ihr wirklich hier hingekommen? Weil es ist ja so, man muss ja sagen, Splash ist nicht so Straßending-mäßig. Kenneck-free. Kenneck-free. Ja, das Ding ist, jetzt hast du so lange gekämpft, um den deutschen Pass zu kriegen und dann lassen sie dich auf dem Splash nicht drauf. Wir lassen uns nicht mal zum Splash an, nein. Dank SA sind wir jetzt endlich auf dem Splash gelandet. Wir waren natürlich schon vorher auf dem Splash, aber so ein bisschen, also wir sind mit Rucksack rumgelaufen, haben den Leuten versucht, unsere CDs anzuschwatzen. Die waren natürlich alle zu besoffen, weißt du, wollten immer eine CD für 1 Euro kaufen. Ich so, aber nach komm mal, ich will 10, du sagst 1 Euro. Was macht ihr überhaupt? Also jetzt im Moment promoten wir unser aktuelles Album, Vermächtnis, das am 29.06. rausgekommen ist. Guck mal, das ist der Unterschied. Was ist der Unterschied? Wenn du diese ganzen Crow-Mo-Rapper interviewst, die sind so, ah ja, das Album vielleicht, gucken irgendwann im Sommer. Kein Nacken, aber ja, wir haben ein Album. Mitgefickt, Deutschland mitgefickt, mitgefickt. Mutterficker, bestell den Scheiß über Internet, geh in den Laden. Aber na cool. Savasch ist da drauf. Oh, zweimal, Digga. Scheiße, auf zwei Songs. Savasch drauf, dann ja. Was los? Ja, also, wie gesagt, ich bin hier mit Nazar und Alpagan. Es ist ziemlich hart hier, es ist nicht mal Sonne, ich trage trotzdem Sonnenbrille, weil ich bin ziemlich hart. Deswegen esse ich den härtesten Döner, der hier auf dem Platz ist. Nicht nur ich esse den, auch die Jungs von Automatik, die harten Jungs von Automatik. Ziehen sich einen Veggie-Döner rein? Wie kommst du auf die Nummer? Ist das hier klar? Kein Veggie-Döner, wir haben uns umentschieden auf einen Veggie-Hummus-Wrap. Oh shit. Ja, ja, das ist jetzt das neue Ding, Dicker. Also. Es ist nicht mehr so, dass die ganzen Gangster ins Steakhouse gehen und blutige Steaks fressen. Nein, nein, nein. Die gehen zur Veggie-Döner-Burger-Rap-Bude und holen sich das feinste Zeug, Alter, ohne Fleisch, Alter. Aber Dick. Okay, was? Was hast du denn da jetzt geholt? Also, ich weiß, der Humor kommt beim zweiten Mal nicht mehr so funny, aber du hast dir Take 763. Ich hab mir einen Hummus-Wrap. Sieht aus wie Rolle. Hähnchenrolle mit Getränk, 2,50. Kennt ihr das? Ja, ja, aber ist nicht. Ist richtig öko, hier. Ist bio. Das hat man damit Umwelt auch gerettet? Ja, natürlich. Bäume, Vögel, Tiere, Menschen, alles ist super damit. Ich scheiß Rap rein und dann hat man wenigstens... Das muss man selber machen. Das muss man selber... Cool. Du musst den Rap pimpen. Manche Leute müssen ihren Rap pimpen und wir müssen den Rap pimpen. Ja, Rap. Ja, oh shit, Alter. Das ist alles Wackness. Krasses Wortspiel, Alter. It's a Rap. It's a Rap. Boah, das ist ein altes Wortspiel. Das kenne ich. Das Sabe. Habt ihr zufällig einen Brief? Ja, we speak dabei? In a fucking English, man. Ich hab gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Ist das genau so? Hast du einen Briefkasten? Wenn ein Brief, also Briefkasten. Aber ich hab deinen Schlüssel gefunden. I found your. Parle noch so, was dann zapatscht so. And right now I'm kinda hungry in this motherfucker, you know? So I'm just gonna bite into this tofu sausage. And you know what it is. Fucking, you have this beef with Nas. What this about, man? Hey, man, you got this fucking beef. Nas here, I don't know what's the deal, man, but... I heard you stole your fucking flow. Hey, right now, I don't know what the fuck I'm about to do. I might go crazy, just like you, you know what I'm saying? I'm not going crazy, you are crazy, man. It's a rap, it's a fucking rap. We killing this shit, yo. Killing this shit, you know what I'm saying? You're killing this shit, he's killing it. Also, ja, Mann, jetzt ist er aufgetaut, ne? Guck mal, ja, ein bisschen Kohlenhydrate. Ja, ja. Mann, jetzt geht's direkt wieder. Ja, Mann, Aminosäure. Er braucht Aminosäure. Ja, gib ihm Aminosäure, Mann. Sag mal, wie ist das, wenn ihr so im Backstage seid? Sprechen die ganzen anderen Rapper, diese Öko-Rapper, sprechen die denn auch mit euch? Oder ist das dann so, na, das ist Ghetto, das ist Straße, aber da haben wir nichts mit zu tun mit? Also, wir haben gestern, Materia hat uns angesprochen und es war richtig cool.
Aber aus Angst eher, oder? Wollte dir sein Handy geben, oder? Der hat, normal, weißt, oder? Der hat sich so gedacht, ey, wenn ich jetzt nicht hingehe und schleim, dann klatschen die mich weg. So. Deswegen. Stani, oder? Ja, Standard. Ist das nicht bei Kenneck-Rappern eh so, dass die Öko-Rapper sagen, ey Digi, ich mach mal ein Feature lieber mit denen und sag mal im Interview, ja, ich feier auch Automatik. Es passt zwar null zu den anderen Aussagen von mir, aber ich feier auch Automatik. Und dann, wenn man sich sieht, damit. Bloß, damit die mich in Ruhe lassen. Ist das nicht so eine Politik? Nein. Ey, da ist Crow! Ey! Kennt ihr die Jungs? Nee. Nee? Nein. Na, die sind hier vom Security-Bereich. Aha. Wenn ihr nett zu denen seid, könnt ihr vielleicht Artist-Bänder kriegen. Ey, Security! Die beiden machen, die sind Security-Chefs. Okay. Können die Mädels Artist-Bänder kriegen? Weil die wollen gerne auch zu den richtigen Artists. Kameramann. Ey, Kameramann. Ja, ich bin der Kameramann. Und der ist der Kamerahalter. Mach, ja. Mach mal ein Foto, Herr Lautsprecher. Ey, ich mach mal ein Foto. Das ist eine Canon XS 220. Ich kenne mich mit dem Ding aus. Es kostet so 220 Euro. Ich ziehe es ab. Aber ihr müsst noch Deutsch lernen, ne, für den Deutschpass. Wie du meine? Wie du was? Wie? Wer du sein. Tschüss.